So, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier mitten aus dem Schwarzwald. Hier ist so viel los, es ist unglaublich. Es ist wohl der letzte schöne Herbsttag, in dem man wirklich in den Schwarzwald fahren kann. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall einmal zusammen alle Heiligen runter. Ich erzähle euch, mein Jahresfazit, mein Saisonfazit zur Street Fighter V2, würde ich sie nochmal kaufen oder nicht? Was ist gut, was ist schlecht? Wie finde ich es jetzt nach fast 10.000 Kilometern? Aber ganz ehrlich vorher, ich habe heute einen großen Fehler gemacht. Ich hätte nämlich einen Pulli anziehen sollen. Weil es wäre mit Pulli schon wärmer. Naja, dass ihr den Fehler nicht macht, würde ich sagen, schaut ihr am besten mal in die Videobeschreibung. Geht in meinen Merch-Shop rein, gönnt euch dann schönen Pulli, dass bei euch bei der nächsten Fahrt zumindest für euch das Ganze warm ist und wärmer als bei mir. Aber egal, wir fahren los. Ich habe richtig Bock, jetzt diese Strecke zu fahren, weil ich die auch schon lange nicht mehr gefahren bin. Ja, Street Fighter V2, 9.477 Kilometer habe ich ganz genau jetzt auf der Maschine drauf. Und zuletzt, die letzten 2.500 Kilometer waren ja von meiner Alpentour. Von der Alpentour kommen ja auch peu à peu noch Videos. Also da solltet ihr ja zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das Video hier seht, zumindest noch ein, zwei vor euch haben. Ja, und was soll ich sagen? Dieses Motorrad kann einfach alles. Also auf dieser ganzen Alpentour habe ich zu jedem Zeitpunkt einfach nur gedacht, yo, wie geil ist dieses Motorrad? Wie perfekt passt die hier hin? Wie perfekt passt die auf die Alpenpässe? Ich fand es aber total geil. Zu jedem Zeitpunkt dachte ich einfach nur, absolut perfekt, total geiles Motorrad. Und hat sich einfach sehr wohl gefühlt. Ja, also diese Alpentour hat mir einfach wirklich nochmal so richtig gezeigt, wo die Stärken von dem Motorrad sind und auch wo die Schwächen von dem Motorrad sind. Das merkt man natürlich, wenn man so 2.500 Kilometer in ein paar Tagen gleich sozusagen hintereinander und am Stück fährt sozusagen. Merkt man das natürlich viel besser, wo denn die wirklichen Stärken und Schwächen sind. Und das Motorrad hat halt ohne Ende Stärken und aber auch ein, zwei Schwächen, die ich auf jeden Fall gleich auch nochmal erwähnen werde. Ich kann jetzt schon sagen, definitiv würde ich das Motorrad sofort wieder kaufen. Also wenn ich jetzt nochmal vor der Wahl stehen würde mit meinem jetzigen Wissensstand, also es gibt nichts an dem Motorrad, was mich davon abhalten würde, das Motorrad nicht nochmal zu kaufen. Ich hatte ja auch, muss ich sagen, meine Bedenken so ein bisschen, bevor ich eine Ducati gekauft habe, so mit Problemen und stehe ich dann nur in der Werkstatt und wie oft springt sie nicht an oder so. Aber zum Beispiel die Maschine stand jetzt seit der Alpentour wirklich 2 Monate unbenutzt in der Garage. Heute gestartet, ohne ein Mucken, ohne einmal mehr zu drehen als sonst oder so, ganz normal gestartet. So wie jedes andere Motorrad auch. Und auch in dieser ganzen Zeit, in diesen 10.000 Kilometer, was jetzt ja doch schon eine ordentliche Strecke ist, vor allem in einem halben Jahr, jetzt, also seit April habe ich, oder Ende April habe ich ja die Maschine, seit Anfang Mai. Und in so einer relativ kurzen Zeit doch 10.000 Kilometer zu fahren, ohne ein einziges Problem zu haben, finde ich schon wirklich toll. Also ich hatte wirklich gar nichts und das hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Ich war schon so ein bisschen drauf eingestellt, dass zumindest mal eine Fehlermeldung kommt oder mal irgendwas ist, weißt du, dass ich wegen irgendwas mal in die Werkstatt muss, aber überhaupt gar nicht. Und das finde ich wirklich geil. Also das ist auch ein großer Punkt, warum ich die Street Fighter so extrem fühle. Weil ja, sie ist einfach zuverlässig, ja, und einfach wirklich gut. Oh Mann, ist das geil, auch hier einfach endlich mal wieder zu fahren. Ich habe vor kurzem ja ein Video gemacht über die Kosten zu dem Motorrad. Das könnt ihr euch hier oben rechts mal anschauen, da verlinke ich euch das mal. Auch so kostentechnisch, finde ich, hält sich die Maschine einigermaßen im Rahmen. Also es ist jetzt nicht so, als ob die mir hier die Haare vom Kopf fressen würde. Natürlich ist sie nicht mega billig im Unterhalt, aber halt völlig in Ordnung. Ja? Völlig aushaltbar und machbar und einfach so, ja, dass ich jetzt nicht irgendwie keinen Bock habe, mit der Maschine zu fahren, weil sie so teuer ist sozusagen, sondern ja, ich habe überhaupt kein Problem, auch viele Kilometer auf die Maschine zu fahren, weil es mir halt einfach Spaß macht und ich das Geld dafür einfach auch gerne ausgebe, ne, ganz klar. Ja, was man halt auch sagen muss, die Maschine funktioniert unglaublich gut. Also gerade, ich finde das beste Beispiel, wie gut diese Elektronik auch funktioniert, ist einfach dieser Quickshifter. Quasi jeder, den ich mal mit dem Motorrad fahren lasse, das Erste, was der sagt, ist krass, wie sauber schaltet das Getriebe, wie gut funktioniert dieser Quickshifter. Das ist wirklich, gerade wenn man so nicht so ganz stark beschleunigt, okay, der Typ hat ein ganz entspanntes Leben und er will auch noch links abbiegen gerade im Moment. Gerade wenn man ja so ein bisschen entspannter fährt und dann einfach den Gang hochschaltet, dann fühlt sich das so an, als ob man wirklich gar nicht den Gang wechseln würde, weil es so, so leicht geht. Ich will dir mal zeigen, dass er seinen Blinker anhat. Ah, hat er verstanden, jetzt ist der Blinker wieder aus, perfekt. So, wieder eine gute Tat vollbracht. Ja, also das Getriebe schaltet wirklich sauber und auch diese ganze Elektronik funktioniert so fein. Das habe ich vor allem auch da gemerkt, als wir in den Alpen in den übelsten Sturm oder Regen wirklich richtig, also es war so ein
absolutes Gewitter, wo wir da reingekommen sind. Durch auf der Straße stand das Wasser bis zum Gehtnichtmehr. Ich habe hier die Sportsmart TT, also richtige Supersportreifen drauf, die überhaupt nicht dafür gemacht sind, durch den Regen zu fahren. Also wirklich so gar nicht dafür gemacht sind. Und die Elektronik hat einfach perfekt funktioniert. Also ich bin im Wet-Modus gefahren und ich hatte nicht einen Rutscher oder kein ungutes Gefühl, gar nichts. Ja, man konnte einfach fahren, obwohl man wirklich durch stehendes Wasser durchgefahren ist mit einem absoluten Supersportreifen. Alles, was sozusagen der Reifen nicht mehr konnte, hat die Elektronik weggeregelt. Und das war einfach total geil. Also ich habe mich auch so sicher gefühlt zu jedem Zeitpunkt auf dem Motorrad. Ja, trotz eben der nicht optimalen Reifenwahl für so eine Alpentour. Ja, weil die Elektronik einem einfach richtig den Arsch rettet. Ja, und spätestens, wenn man dann wieder gutes Wetter hat und man so eine Strecke fährt, wie wir zwei jetzt hier gerade fahren, dann zeigt halt die Street Fighter zu jedem Zeitpunkt, was sie kann und dass sie ein übelster Kurvenräuber ist, dass sie einem so ein krasses Vertrauen gibt. Ja, finde ich auch immer wieder toll, wenn ich jemand anderes mit dem Motorrad fahren lasse, ist das Erste, was ich von dem zu hören kriege, also neben, dass das Getriebe echt gut ist, kriege ich immer zu hören, dass die sich so einfach fahren lässt und man so schnell mit deren Vertrauen aufbaut, ne? Weil du halt genau merkst, was unter dir passiert. Ja, also das ist schon wirklich alles wirklich geil, genau so, wie ich es gehofft habe, dass die Maschine, ja, ist sie auch. Und ja, ich bin sehr, sehr verliebt und habe auch noch nicht vor, mich von dieser Maschine zu trennen. Also noch überhaupt nicht. Ich wüsste auch im Moment nichts, was dem gleichkommen würde. Das Einzige, was ich vielleicht mal machen würde, wenn es die irgendwann mal gibt, wäre so eine V2 SP. Nochmal mit bisschen besseren Fahrwerkskomponenten, einfach weil man es kann. Aber brauchen tut sie das auch nicht. So, jetzt habe ich sehr viel gelobt schon. Jetzt muss ich aber auch einmal ein, zwei Sachen sagen, die nicht so gut sind. Oder die einfach ein bisschen, die man wissen sollte. Also zum Beispiel auf die wirklich lange Fahrt, der Sitz ist echt hart. Also der Sitz ist eigentlich nicht so der Tourensitz. Da gibt es vielleicht auch Auswahl, ich weiß nicht, ob es ein Zubehör was gibt, ein bisschen weichere Sitze oder so. Aber der Sitz, der ist schon wirklich hart und das muss man schon wollen. Das geht total, aber gerade nach der alten Tour habe ich schon gemerkt, okay, der Arsch, der tut dann irgendwann schon wirklich weh. Und ja, aber es ist halt so eine Kleinigkeit, die stört mich jetzt nicht so sehr. Eine Sache, die ein bisschen größer ist, was jetzt auch nicht stört, das muss man nur wissen, ist das, wie man die Maschine warm fährt. Normal kennt man es ja, sehr untertourig, sehr wenig Gas und so weiter. Und sehr wenig Gas ist auch richtig, aber man darf die Maschine nicht zu untertourig fahren und schon gar nicht warm fahren. Also in den Alpen, wenn es irgendwie richtig, richtig kalt war, frühs war es irgendwie nur 7, 8, 9 Grad warm, nochmal die Maschine warm fahren, schön untertourig auch, ja, hat leicht Gas gegeben, da klappert die Maschine auf einmal unter einem her. Das klappert so laut, dass die Sophia im Sena gehört hat, wie die Maschine unter mir klappert. Also das war wirklich so wild und du denkst halt auch, okay, gleich verreckt sie, gleich explodiert die. Aber es ist halt einfach ein Tick zu untertourig gewesen und man muss gefühlt das Warmfahren sehr akribisch in den richtigen Gängen machen, sonst merkt man direkt, dass die Maschine da gar keinen Bock drauf hat. Ja? Und das ist wirklich so eine Sache, so das Warmfahren, also bis die Maschine warm gefahren ist, also wenn sie noch kalt ist, fühlt sie sich auch so eklig an. Gefühlt hat die Maschine da gar keinen Bock drauf, irgendwie überhaupt warm gefahren zu werden. Und das muss man schon wissen, dass das halt so ein Punkt ist. Also Warmfahren ist nicht so geil. Aber gut, wir fahren ja das Motorrad nicht zum Warmfahren, sondern um dann auch wirklich zu fahren. Aber das ist so ein bisschen der Grund, warum ich für kürzere Strecken die Maschine überhaupt nicht benutze. Also mir tut es auch eigentlich schon weh und ich mache es auch wirklich nicht. Wenn ich mit der Maschine nur ein paar Kilometer fahren müsste, würde mir das schon wehtun. Ich bin dieses Jahr, weil ich zur Inspektion musste, glaube ich, war es, und zum Reifenwechsel oder so, ein, zweimal halt Kurzstrecken gefahren. Und wenn die Maschine aber halt nicht mal richtig warm wird, also da hast du direkt gar keinen Bock so richtig drauf und die Maschine halt erst recht nicht, ne? Und ja, deshalb versuche ich das wirklich zu vermeiden, Kurzstrecken mit der Maschine zu fahren. Und ich denke, das ist auch es tut ja auch gut, wenn man mit der Maschine eben nicht so viel Kurzstrecken fährt, sondern eher diese schönen langen Touren, die sie auch richtig kann. Dann ein Thema, woran sich auch immer wieder viele aufhängen, ist das Thema keine Tankanzeige. Und da muss ich auch schon mal sagen, also ich hatte bisher in den 10.000 Kilometern jetzt noch nie ein Problem damit, weil wenn die Tanklampe angeht, dann fängt ein neuer Trip an, dann hat man so einen Reservetrip und man kann doch einigermaßen einschätzen, wie weit man dann noch kommt. Das sind so 40, 50 Kilometer. Aber ich habe es auf der Alpentour gemerkt, wir haben halt immer viel zu früh getankt, weil wir uns dachten, okay, wenn wir jetzt hier über den Pass fahren und dann kommt vielleicht keine Tankstelle und, ne, und dann will man ja auch nicht irgendwo dann die Gefahr haben, irgendwo liegen zu bleiben oder so. Deshalb tankt man dann tendenziell viel zu früh, um halt die Sicherheit zu haben, nicht liegen zu bleiben. Also für so Touren wäre so eine Tankanzeige schon nice, aber es ist jetzt kein Riesenproblem, dass die Maschine die nicht hat. Was kann man noch sagen? Abgesehen davon wirklich ein absolut traumhaftes Motorrad.
Auch die Elektronik, also ich habe mir, habe ich ja vorhin schon gesagt, die funktioniert wirklich gut. Und ich habe mir jetzt auch für die Alpentour diesen Road-Modus nochmal anders eingestellt mit mehr Traktionskontrolle. Und gerade wenn das Wetter jetzt nicht so warm ist wie jetzt gerade im Moment, dann ist das wirklich schön, einfach dieses Backup zu haben, ja? Kurven-ABS zu haben, Traktionskontrolle zu haben und. Das ist schon wirklich, wirklich geil. Ja, eine Sache, die auf jeden Fall, die habe ich auch schon in fast jedem Video zur Street Fighter gesagt, aber ich will sie ja auch nochmal sagen. Die Maschine hat halt untenrum wirklich wenig Leistung. Ne? Also im unteren Drehzahlbereich, schaut mal hier, zweiter Gang, 40. Da passiert halt gar nichts. Also da geht das schon vorwärts, aber da kommt halt gar kein Drehmoment. So. Und vor 7000 Umdrehungen oder so passiert bei der Maschine legit nichts. Und das Ding ist halt, normalerweise, wenn ich entspannt fahre, fahre ich unter den Drehzahlbereich. Wenn ich entspannt fahre, brauche ich jetzt nicht so viel Leistung sozusagen, weil ich ja entspannt fahre. Und wenn ich Gas gebe, fahre ich ja automatisch dann im höheren Drehzahlbereich und drehe die Gänge ganz aus. Deshalb ist es jetzt nicht super schlimm, aber man muss es schon echt wissen. Und ich würde es mir mittlerweile auch echt wünschen, einfach untenrum einen Tick mehr Druck zu haben. Nicht unbedingt, weil man jetzt die ganze Zeit braucht, aber es gibt halt so manchmal so Situationen, wo du dir so denkst, ah, okay, jetzt muss ich dann doch einen Gang mal runterschalten. Zum Beispiel, wenn man irgendwie, ah, ich habe gerade das ins Auge bekommen, sehr angenehm. Zum Beispiel, wenn man irgendwie hinter einer Autokolonne her langfährt und dann geschwind mal überholen will. Klar, Druck hat sie genug, um auch, um einfach überholen zu können. Also am Druck an sich liegt das nicht, aber da hätte man dann halt einfach gerne einen bisschen mehr Druck einfach untenrum, halt, dass man nicht unbedingt nochmal den Gang runterschalten müsste. Genauso wie, dass ich mittlerweile viel öfter im fünften Gang fahre, als im sechsten Gang. Gerade wenn ich so mit 100 fahre oder so, 90, 100, fahre ich öfter im fünften als im sechsten Gang. Weil wenn man die Maschine halt so untertourig fährt, fühlt die sich auch ganz, ganz komisch an auf Dauer und zeigt dir halt eigentlich, dass die Maschine nicht so viel Lust drauf hat, jetzt groß untertourig bewegt zu werden. Also das ist wirklich so eine Sache, auf diesen Motor muss man sich echt so ein bisschen einschießen und den muss man auch mögen. Ja, deshalb ist eine Probefahrt, finde ich, bei den Street Fighter V2 und Panigale V2 ist genau gleich, bei den Modellen wirklich mal wichtig. Aber ja, wenn man sich darauf eingestellt hat und wenn das für einen in Ordnung ist, und für mich ist es ja absolut in Ordnung, also die positiven Aspekte überwiegen den negativen deutlich. Ja, zum Beispiel, dass das Gesamtkonzept vom Motorrad einfach der absolute Knaller ist. Und wie gesagt, das Motorrad hat ja mehr als genug Leistung, nur halt nicht unbedingt im unteren Drehzahlbereich. Und wenn man sich auf die ganzen Sachen eingestellt hat, ja, dann kann ich als Fazit wirklich für dieses Motorrad, für meine 10.000 Kilometer, knappen 10.000 Kilometer Erfahrung und jetzt dieses halbe Jahr, diese eine Saison, die ich sie jetzt gefahren bin, einfach nur sagen, für mich ist dieses Motorrad aktuell die beste Landstraßenmaschine, die ich mir kaufen kann. Ich wüsste, wenn ich die Street Fighter V2 warum auch immer nicht mehr hätte oder nicht mehr fahren könnte oder wie auch immer, ich wüsste legit nicht, welches andere Motorrad ich mir kaufen sollte. Also wirklich, ich wüsste nicht. Es gibt Alternativen, die ich cool finde. Tono V4 bin ich gefahren, fand ich echt cool. Oder auch so ein Triumph Street Triple ist bestimmt geil. Aber nichts davon holt mich emotional und im Gesamtpaket einfach so ab wie die Street Fighter. Also nicht mal ansatzweise. Bei dem Ding wirklich, ich habe sie immer schön abgedeckt in der Garage, ja, und ich mache diese Abdeckung hoch und ich stehe vor dem Ding, fahre das aus meiner Einfahrt raus, muss nochmal absteigen, um das Tor zuzumachen, stehe dann hinter dem Motorrad und denke mir einfach nur, Digga, was ein Lachs, einfach, was ist das für ein brutaler Haufen, die Optik knallt und ich weiß schon, ich steige jetzt auf dieses Motorrad, ich habe sofort ein Grinsen im Gesicht, die holt mich komplett ab. Ich liebe sie einfach wirklich sehr. Ja, das ist wirklich so mein Fazit. Ich liebe diese Maschine. Es ist wirklich für mich aktuell die die Traum-Landstraßenmaschine. Ich wüsste wirklich nicht, was ich mir für eine andere Maschine kaufen sollte. Ich habe echt gar keine Ahnung. Jetzt habe ich vielleicht noch eine allerletzte Sache, die ich noch schön erwähnen will. Die ist mir gerade noch eingefallen, Thema Hitzeentwicklung. Also man muss schon sagen, die Maschine ist schon, die wird schon warm. Also es ist absolut aushaltbar und solange man außerhalb der Stadt bleibt, ist es auch wirklich überhaupt gar kein Problem. Aber die Maschine wird schon wirklich, wirklich warm. Wenn man jetzt nicht gerade hier außerorts fährt, schon mal, wir fahren es relativ entspannt außerorts, haben 84 Grad Wassertemperatur, alles gar kein Problem. Aber zum Beispiel auf halben Tour sind wir Pässe hochgefahren, wir kamen oben auf den Pass an und die Maschine hatte 105 Grad, war fast am Überkochen so. Ja, weil sie halt so hitzetechnisch logischerweise einfach, ja, nicht so ganz entspannt ist. Aber das nur so als allerletztes so Randinfo, ist eigentlich auch völlig egal. Wirklich jucken tut das nicht und man fährt mit der Maschine eh nicht so durch die Stadt, also sollte man nicht, weil die Maschine ist für die Landstraße gemacht. Da fahren wir sie und da ist es einfach gar kein Problem. So, das war's so ziemlich. Also viel mehr weiß ich jetzt wirklich nicht, was ich zu der Maschine noch sagen soll. Mein Gehirn steigt auch schon aus, weil ich die ganze Zeit mich verspreche. Deshalb sage ich einfach nur vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Oh mein Gott, wie geil. Oh, das ist ja richtig süß.
Oh, hallo! Hä, wie geil, Mann! Oh, und ein großer Mini. Der große Mini hat safety Ersatzteile für die anderen Minis dabei, dass wenn einer liegen bleibt. Ja, naja. Okay, ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss!